Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123. Wir müssen uns etwas um unser Wasserproblemchen hier kümmern. Ja, allzu viel Wasser haben wir nicht. Versuchen wir doch mal, das hier etwas zu beschleunigen. Und eine Unfallwahrscheinlichkeit von 19% aktivieren wir mal. Das riskieren wir einmal. Und es hat geklappt. Sehr gut. Und gleich nebenan haben wir die nächste Wasserbehandlungsanlage. Wie sieht es hier aus? Eine Unfallwahrscheinlichkeit von 27%. Ja, riskieren wir das einfach mal. Und man kann nicht immer Glück haben. Natürlich, hoffentlich kein Red Skorpion jetzt. Nein, ein Feuer. Das ist Glück im Unglück. Denn wir haben ja noch unsere Ziele, die wir auch noch erreichen wollen. Da können wir jetzt mal reingucken, ganz fix. Stelle 3 seltene Outfits her. Das können wir noch lange nicht machen. Rüste 4 Bewohner mit Scharfschützengewehr aus. Auch da fehlen uns die Materialien noch. Ich glaube, morgen, wenn unsere Teams angekommen sind aus dem Ödland, dann sollten wir ein Scharfschützengewehr noch bauen können und dann übermorgen verteilen können. Lösche 21 Waldfeuer. Das wird jetzt das 19. sein, das wir löschen. Also haben wir nur noch 2 vor uns. Ja, diese Zielaufgaben werden also etwas umfangreicher jetzt. Etwas zeitlich werden sie etwas länger dauern. Ich vermute mal, dass es zukünftig so auch weitergehen wird. Genau. 2-mal noch Feuerchen löschen. Und dann sollte alles wieder gut sein. Was können wir denn an unserem Lager noch tun? Ich glaube, wir werden das Lager noch verbessern müssen. Und diese verbesserte Jagdflinte, naja, ich bin dafür, dass wir die jetzt doch mal verwerten. Klebeband immerhin und ein Spielzeugauto, wie schön. Da können wir mit Sicherheit wieder etwas Schönes draus basteln nachher. Tja, den Kampfanzug, den haben wir ja extra hergestellt, Perception. Wofür brauchen wir den denn? Und Charisma. Diese Kampfrüstung, die können wir doch eigentlich mit Stärke plus 2, die können wir doch eigentlich verwerten. Also das brauchen wir doch nicht. Und wir bekommen einen Baseball-Handschuh daraus. Sehr schön. Und noch einen Baseball-Handschuh. Wunderbar. Die Raider-Rüstung, die verwahren wir uns mal, denn es gab ja mal eine Aufgabe, da sollten wir getarnt als Raider irgendwo rein und Informationen sammeln. Gepanzerte Vault-Anzüge, auch die werden wir erstmal behalten. Perception 3 ist gar nicht so schlecht. Ja, die Soldatenuniform. Ich frage mich immer noch, wer damit, also wer sie am besten nutzen könnte. Jetzt haben wir leider hier keine Ödland-Ausrüstung da, oder? Ah doch, da geht noch was. Ödland-Sanitäter. Ödland-Ausrüstung hier. Endurance hat sie nur plus 3. Und was hatte die Soldatenuniform? Die hat also Endurance, also Ausdauer 2 und Stärke 2 und Glück 1. Hm. Schwer zu sagen, was jetzt besser ist. Auf jeden Fall sind hier auch noch Kleidungsstücke, die wir verwerten können, notfalls. Ja, der Strahlenschutzanzug mit Perception und Endurance. Eigentlich kann das weg. Ausdauer 2. Ja, 4-mal haben wir das Stück schon. Garn bekommen wir daraus. Und eine Lupe. Ja, eine Lupe ist doch sehr gut. Und nochmal der Strahlenschutzanzug. Weg damit. Nochmal Garn. Und keine Lupe diesmal. Okay. Wer weiß. Vielleicht gehört zu einem Ziel irgendwann mal, dass wir die Leute mit Strahlenschutzanzügen ausstatten müssen. Bürgermeister-Outfit bringt Charisma 2 und Intelligenz 2 und Glück 1. Eigentlich kann das auch weg. Ich glaube, wir haben ein Bürgermeister-Outfit schon verteilt. Aber eine Bürgermeisterin könnten wir ja vielleicht noch aussuchen, auswählen. Ja, das Pilger-Outfit behalten wir. Ich glaube, das gibt es sowieso nur relativ selten, so in einer gewissen Zeit um Weihnachten rum, so kurz davor. November ungefähr wird es das wahrscheinlich geben. Ödland-Sanitäter, Glück 1 und Perception 2. Eigentlich kann das doch auch weg.
Immerhin. Militärbekleidung mit Stärke 3, ja, das behalten wir schön für unsere Kraftwerke. Nur bei der Soldatenuniform bin ich mir nicht so sicher. Das Einzige, was mich zurückhält, sie nicht zu verwerten, das ist, naja, diese blaue Schrift hier oben. Genau wie bei dem Chirurgen-Outfit, auch das würde ich lieber verwerten. Ja, aber es hat 3. Das ist der Unterschied wahrscheinlich. Die haben jeweils 3 Attributaufstiege hier, also verbessern die Attribute. Und die anderen Rüstungen eben nur 2. Professoren-Outfit, na, können wir das denn nicht schon verteilen wieder? Ja, das sieht ja echt übel aus mit unserem Wasser. Was ist denn hier los? Müssen wir wirklich noch eine Wasserbehandlung aufbauen? Können wir die verbessern? Maximal verbessert sind beide Einrichtungen schon. Ich wollte... Nein! Jetzt reicht's aber. Ich wollte doch nur mal gucken. 5 von 6 und hier haben wir 5 von 6 auch. Ja, dann ziehen wir doch den letzten auch noch da rein. Warum? Der steht so in der Ecke hier. Ah, der ist nicht so hoch geskillt in Perception. Aber dagegen können wir doch was unternehmen. Was hat er denn da an überhaupt? Er hat eine förmliche Kleidung mit Glück an. Vielleicht zieht er besser hier einen gepanzerten Vault-Anzug an. Ja, und warum ist Virginia Bush hier drin? Da ist doch auch irgendwas schiefgelaufen. Ich glaube nicht, dass sie da reingehört. Ich glaube eher, dass sie in ein Kraftwerk gehört. Ja, ansonsten glaube ich, ja gut, dann ist sie eben einmal jetzt hier noch mit dabei. Als Aushilfe sozusagen. Diane Hardy. Ja, sie hat ja schon den Ödlandarzt mit Perception 3 und Glück 2. Also Wahrnehmung und Glück. Da können wir also ihr nichts Besseres geben. Nancy Harris, was hat sie denn? Ja, ich glaube, hier könnten wir noch was rausholen, Perception. Indem wir ihr wieder den gepanzerten Vault-Anzug geben. Und Christine West Allen, ja gut, sie kann ihr Filmfan-Outfit kann sie ruhig anbehalten. Denn Perception hat sie ja jetzt schon so hoch geskillt. Ach so. Da ist sie aber super hoch dann, oder? Das wird doch oben drauf gerechnet. Das heißt, mit dem Outfit müsste sie doch 14 Punkte Perception jetzt haben. Meine ich. Und unsere gute Brenda Perry. Ja, was die Perception, die Wahrnehmung angeht, könnten wir ja auch Gutes tun, wenn wir ihr hier den gepanzerten Vault anzugeben, dann hat sie einen Punkt mehr. Ein Punkt kann ja schon mal was ausmachen. Terry Turner, sie ist schon ausgerüstet. Besser geht's, denke ich, nicht. Und Perception ist bei ihr auch schon ziemlich hoch. Sie kommt also gleich wieder ins Training dann. Und auch Julie J. Allen, ihr geht's auch relativ gut in ihrem Anzug. Wie sieht es denn aus mit Rebecca Kingscott? Ja, Perception und was kann ihr Anzug? Gib dir nochmal einen Punkt Perception hinzu und 2 Punkte Endurance. Ja, das sieht doch ganz gut aus, so. Nun gut, mit dem Wasser sieht's relativ gut wieder aus. Das hat sich erholt einigermaßen. Na gut, wenn wir morgen gucken, dann wird wahrscheinlich das Wasser wieder arg zurückgegangen sein.
Ich möchte aber kein weiteres Kraftwerk aufbauen, keine weitere Wasserbehandlung, denn dann wird es mit der Energie wahrscheinlich wieder knapp. Die Energie geht ja auch immer ganz gut runter. Das Einzige, von dem wir genug haben, ist Essen. Schalten wir noch einmal durch und gucken, wie weit die Leute sind. Erst das eine, durchschalten. Vier von vier und hier oben auch vier von vier. Nur in der Waffenstation. Da ist im Moment niemand. Zweihundertzwanzig an Wasser. Und 260. Wie sieht es denn mit der Gesundheit aus bei unseren Bewohnern? Ich sehe auf jeden Fall nichts Rotes mehr. Das Wasser ist im grünen Bereich und die Strahlung geht zurück. Ja gut, die Leute, die gerade heimkehren, da können wir im Moment sowieso nichts dran ändern. Die müssen dann erstmal heimkommen, damit sie dann Red Away zum Beispiel bekommen oder sich hier ein wenig entgiften lassen können. Vielleicht gibt es einen Dekontaminierungsbogen hier irgendwo. Ja, ansonsten nach wie vor wäre ich dafür, dass wir endlich mal ein Scharfschützengewehr oder besser noch ein Plasmagewehr herstellen können, aber können wir gar nicht. All die guten Sachen sind ausgegraut. Da geht nichts. Institutspistole brauchen wir unbedingt, also auch drei Globen, ja, bis wir die mal gefunden haben. Gehärtetes Scharfschützengewehr. Nanu, wir hatten doch ein panzerbrechendes Druckluftflammenwerfer, der richtet auch gut Schaden an. Und ein panzerbrechendes Scharfschützengewehr hatten wir doch mal. Eine Unfallwahrscheinlichkeit von 26%. Ich finde, das ist ein bisschen hoch. 19%, das riskieren wir nochmal. Und sehr schön. Ja, der Mr. Handy sammelt fleißig mit ein. Dann schauen wir uns doch nochmal ganz kurz an, wie lange die Leute brauchen. Oh, Moment. Wir haben ja wieder gut Wasser hier. Also das mit dem Wasser sollte reichen. Bis zur nächsten Aufnahme dann. Das heißt, wir sollten jetzt einige Leute, die eine gute Wahrnehmung haben, zum Beispiel Terry Turner, wieder in die Waffenkammer schicken. Waffenstation, genau. Rebecca Kingscott ist auch schon maximal aufgebessert. Eugene Simmons, Wasserbehandlung, okay. Und Julie J. Allen. Ja, sie kommt dann auch in die Waffen, in das Waffenlager oder in die Waffenstation vielmehr. Kann man das nicht verbessern noch? Ja, das können wir und das werden wir. Ja. Das war aber die letzte Stufe, glaube ich, jetzt. Ja, genau.
So sieht das jetzt aus. Da sind die beiden wieder. Zum Abschluss dieser Folge kommen nochmal Mr. Flushy und Mr. Corky vorbei. Aber wir brauchen noch zwei Leute, die wir hier reinstecken können. Und zwar Brenda Perry könnte hier noch rein. Und Diane Hardy vielleicht. Oh, da wird was ausgetauscht. So war es nicht gedacht. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Alles wieder zurück. Oh nein, jetzt geht ja wer anders raus. Ach, das ist jetzt auch egal. Soll ruhig so sein. Ja, zum Abschluss schauen wir noch einmal, wie lange das jetzt noch dauert mit unseren Leuten. Also, wir haben im Casino jemanden, der 15 Stunden braucht. Samantha Wilson wird dann aber maximal beglückt sein. Und Madison Jackson braucht auch nur noch 15 Stunden, 20 Minuten. Ebenso Olivia Barton. Oh, die sind ja alle ziemlich gleich von der Zeit. Christine King. Ja, sie braucht nur 11 Stunden. Also 15 Stunden ist bis jetzt... Ah, hier haben wir schon etwas im Sportcenter. Ruth Jones braucht 15 Stunden und 53 Minuten, also 16 Stunden. Excel Hardy, 12 Stunden. Okay, das geht. Also 16 Stunden dauert bis jetzt an. Das ist das, was am längsten dauert im Moment. ...16 Stunden 32, Terry Turner hier im Waffenzentrum. 16 Stunden 39 in der Muckibude, unser Samson TP Drake. Ja, ansonsten könnten wir noch eine Folge dazwischen schieben, damit wir die Heimkehrer... Damit wir sie wieder auf Tour schicken, damit wir dann in den nächsten Folgen auch wieder dort ein bisschen was draußen zu kramen haben. Und da bin ich dafür, dass wir in 9 Stunden uns das dann vielleicht nochmal anschauen. Ja, also wenn wir in 9 Stunden nochmal zurückkehren, dann sind alle Teams zurück, sogar Amanda Coxcott. Wir werden ihr dann wieder was geben, sie wieder ins Ödland schicken und alles wird gut. Ich darf mich an dieser Stelle auf jeden Fall bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.